Hallo, ich bin zurück. Die nächste Runde hat, also die nächsten Pairings sind schon da. Ich weiß noch nicht, wen wir haben werden. Ich bin mit der Metagame nicht fertig geworden, weil es doch relativ viele Leute sind, 26 Decks. Ich habe jetzt circa zwei Drittel oder so mir angeschaut. Wir haben, weil die Frage im Chat war, ein Death in Texas habe ich bis jetzt gesehen. Die nächsten, die ihre eigenen Playmates auflegen. Also die Spieler sitzen sich auf jeden Fall schon hin. Und Servus Schnitzi. Wir haben relativ viele Four-Color-Control-Decks. Wir haben ja jetzt schon die ersten Runde gesehen. Und das wird sicher nicht das letzte sein, weil ich habe bis jetzt fünf Four-Color-Control-Decks gesehen. Aber vier davon sind Miracles-Listen, die alle Terminus spielen. Das heißt, wir hatten jetzt praktisch das einzige Deck bis jetzt, das kein Terminus-Plan hat, sondern praktisch klassisch. Also klassisch. Die andere Four-Color-Control-Liste ist, was ist eigentlich diese Bann-Snoko-Liste ist, die halt noch rot im Sideboard dazu splasht, weil sie es ja kann. Sonst haben wir Sneak and Show, haben wir im Stream gesehen. Wir haben ein Human-Stack, wir haben zwei Blue-Red-Delvers, wir haben ein Storm, wir haben auf jeden Fall zwei Bug-Delver, wir haben Temo-Delver 1 natürlich, wir haben glaube ich zwei Hogak-Deck, ein Junt-Hogak und ein Band-Hogak. Wir haben, wie gesagt, jetzt in Texas, wir haben Punishing Eldrazis, wir haben Lands, wir haben Painter. Also durchaus interessante und viele Matchups. Wer wo? Na. So, also ich weiß, wen wir haben. Wir haben Bug-Delver gegen ein Miracles-Deck. Ich weiß noch nicht, wer wo sitzt. Das macht natürlich die Sache ein bisschen spannend für mich. Ich schreibe jetzt einmal. Ich rate jetzt einfach einmal und hoffe, dass das dann stimmt. So, das heißt, du bist meines Erachtens Bug-Delver. Du schaust aus wie Bug-Delver. Und wenn du Bug-Delver bist, dann bist du der Stefan Legat. Ich hoffe, das ist alles wahr, weil sonst muss ich euch nachher umdrehen. Und am zweiten Seite haben wir eben Four Color Miracles. So. Und wenn du Four Color Miracles Spieler bist, dann bist du der Gernot Hübler. So, die Leute mischen schon. 26 Spieler sind's. Gehen wir mal gleich mal rüber. So. Wieder die Leute mit den eigenen Playmates. Zäh. Beide stehen sie natürlich 1-0. Und der Gernot Hübler war der Punkteführer sozusagen. Bis zum Finale. Das heißt, der hat ausreichend gespielt und weiß auch, was er tut. Schau mal, was da tut. Ich finde die Playmates sehr passend, nachdem wir die Austrian Magic Championships hier haben für Modern und Legacy. Ich meine, die linke Playmate, weil das im Chat gerade gesagt wurde, ist nice. Vor allem, weil sie sehr, wie soll man sagen, Stream-tauglich ist, weil sie halt genau in die Kamera schaut. Das ist eher was Besonderes. So, schauen wir, ob ich die Leute auch richtig hingesetzt habe, wenn sie ihre Handkarten nehmen. Werden wir das hoffentlich schnell wissen. Die Listen selber, Bug-Delver, relativ klassisch, 4 Delve of Secrets, 4 Tarmogoyf, einen Gurmag-Engler, aber zwei Bitter Blossoms und natürlich zwei Ukkos, weil Ukko ist the best guy. Ja, und ich habe es richtig gesetzt. Das ist definitiv Four Color Miracles mit so vielen Basics auf der rechten Seite. Der Four Color Miracles Spieler spielt zwei Esfand-Kotl, einen Brazen Borer als und drei Snapcaster Mages als sozusagen Winning Options plus einen Treat the Angels. Dann tun natürlich zwei Oko, zwei Chase the Mind Sculptor und einen Teferi. Er spielt aber auch ein Back-to-Basic Main Deck, was den Gernot. Oh, ich habe das genau falsch gemacht. Oh, wow.
Die Decks sitzen richtig, aber die Leute sind falsch. Der Gernot ist der Bugspieler. Na, das werden wir kurz noch fixen. Interessant. Also, es kann natürlich für Gernot schon eher ein Problem sein, wenn er ein Back to Basics frisst, da sein Deck genau Zero Basic Länder hat. So, jetzt soll stimmen. Da ist schon ein Delver passiert. Einfach draufklicken, genau. Tada, Lebenspunkte verloren. Was haben wir beim Gernot auf der Hand? Wir sehen. Ich sehe das richtig, dass der ein Veil of Summer Main Deck spielt. Kann das sein? Das wäre, würde mich nicht wundern. Nein, spielt er nicht. Was hat er da auf der Hand? Gut, beim Stefan ist leicht. Er hat zwei Brainstorm, ein Ponder, ein Swords to Blowshot, das gerade zum Einsatz kommt. Eine kaputte Sleeves beim Gernot. Deswegen verwende ich keine ungern Flipkarten, sondern ich verwende immer diese Placeholder-Karten. Stefan hat noch ein Fetchland auf der Hand. Und ich glaube, das ist ein Oko, das hinterste, oder? So, der Gernot zieht ein Ponder, spielt auch gleich Ponder. Sieht in seinem Ponder Karten, die ich nicht sehe, weil er sie gut von mir versteckt. Ja, er hat eine Force of Negation, er hat einen Wasteland auf der Hand. So. Die Karten bleiben und er nimmt die oberste, was immer es auch sein mag. Das ist natürlich der Nachteil an gealterten Karten. Sie sind wunderschön, aber ich kann sie noch schwerer erkennen. Ah, das ist ein Turland, der wird gefetcht. Ah, Foil, Full Art Bitterblossoms hat er. So, passiert da noch was mit dem nach der Fetchung oder war das einfach gefetcht, damit er die restlichen Karten von dem Ponder nicht ziehen muss? Er hat einen Tarmogoyf auf der Hand, ah, der wird gespielt. Ja, Tarmogoyf. So, Response Brainstorm wahrscheinlich. Response Brainstorm. Da ist noch ein Brainstorm, da ist das Dovis Veto und ein Astrolab. Dovis Veto ist zwar ganz super, aber macht gerade gar nichts. Zurückkommen die zwei Länder. Das heißt, der Tarmogoyf resolved. Die Frage, ob der Oko jetzt sagt, du bist zwar ein toller 3-4er, aber du wärst noch viel besser, wenn du ein 3-3er wärst. Oder ob er einfach sich ein Food macht und sich einmal hauen lässt, was wahrscheinlich sogar die bessere Variante ist, oder in dem Fall. Nein, er sagt, du bist lieber ein 3-3er Tarmogoyf. Du bist viel weniger aufregend gerade geworden. Okay. Ja, ich meine, damage-mäßig kein Downgrade in Wirklichkeit. Aber natürlich, der Tarmogoyf hat jetzt keine Wachsoptionen mehr. Die Frage ist, wie viel der in diesem Matchup überhaupt wächst im Normalfall, solange kein Planeswalker in Friedhof geht. Wobei natürlich das gezogene Abrupt DK vom Gernot bringt sofort den Planeswalker in Friedhof. Und insofern war es natürlich das richtige Play, weil jetzt der Tarmogoyf nicht größer wird und ein Food auf am Table für den Stefan jetzt nicht so wichtig gewesen wäre. So, da ist das Wasteland. Hat er gerne deine unwitzame Sitte? Habe ich das richtig gesehen? Es schaut immer so arg aus, was der hat. Weil er alles gealtert hat. So, der wird gepondert beim Stefan. Wir sehen ein Fetchland. Noch ein Pond. Ein Snap Custom Mage, okay. Da wird geschaffelt. Also gefetcht, um zu schaffeln sozusagen. So. Jetzt hat er natürlich die Option auf Snapcaster into Sword. Das ist relativ nice. Wenn er es jetzt macht, kann der Gernot seine Force of Negation anbringen, die er, glaube ich, auf der Hand hat. Wenn er später macht, kann er seine Force of Negation zahlen einfach. Okay, da kommt einfach das Astrolabe, zieht noch eine Karte. Das heißt, wir sehen keine Snapcaster Action diesen Turn, sondern der Stefan wird wahrscheinlich auf 10 gehen. Gernot hat einen Brainstorm auf der Hand. Das auch gleich zum Einsatz kommt.
So, da ist ein Dais, ein Fetchland, ein Wasteland. Das habe ich diesmal wenigstens schön sehen können. Ich glaube, er hat eine Force of Negation und ein Force of Will auf der Hand, der Gernot. Das heißt, das mit dem Snapcaster-Plan wird überhaupt etwas schwierig. Wasteland und Fetchland kommen zurück oder irgendwas, damit er halt mit dem Fetchland die wegschaffeln kann. So. Das ist ein Land für den Stefan. So, er hat noch, noch immer ein Astrolabe. Er hat Doppelbrainstorm, Dovins Veto und eben den Snapcaster Mage. Snapcaster Mage kommt jetzt mal ins Spiel. Also schauen wir mal, ob er überhaupt ins Spiel kommt, ob ihn der Gernot resolven lässt, weil er könnte auch einfach sagen, ich counter den mit der Force, dann kannst du auch nicht mal Jump blocken, meinen 3-3er einmal, was ja auch schon eher lästig ist, sag ich jetzt. Gernot überlegt, okay, er resolved, dann geht's auf das Ward. Und wie ist jetzt, macht man jetzt einfach Hardcast Force of Negation? Ich glaube schon, oder? Hardcast Force of Negation ist super im Exil, keine Karte gewastet und da wird Dovins Veto dagegen gecastet. Und das ist natürlich jetzt ziemlich bitter. Man muss sagen, Stefan spielt ein Dovins Veto Main Deck. So, das Dais, jetzt kann er das Dais natürlich noch einsetzen. Genau, wird er machen. Schöner Schlagabtausch unter Anführungszeichen. Übergeblieben ist ein Snapcaster Mage, der sich jetzt wahrscheinlich vor dem Tarmogoyf stellen wird, ganz mutig. Der Gernot sucht sich noch ein Underground Seas raus. Sehr interessante Schaffelung. Okay, wir sehen beim Gernot noch ein Dur-Land. Das habe ich definitiv erkannt. Nein, 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 das war in deinem Zug, Freund. Ja. Genau. Genau so ist das. So. Ich glaube, das ist wirklich eine Force of Will, eine gealterte, was er da auf der Hand hat noch. Da legt er eben das Land, das er vorhin gedazed hat. Und der Tarmogoyf, ah, der Snapcaster will gar nicht sich dagegen stellen. Der wartet vielleicht auf einen Freund, damit sie gemeinsam den Tarmogoyf bezwingen können. Ist wahrscheinlich ja gar kein schlechter Plan. Ah, da wird einfach gemöglicht. Da hätte man dann doch Jump blocken können. Okay. Ja, wobei jetzt kommt der Snapcaster halt auch wieder ins Deck. Und mit doch einigen Shuffle-Effekten und so, ja, vielleicht kriegt man halt wieder. Man kann nicht sagen, was jetzt der Bessere war. Natürlich, drei Leben preventen ist ganz interessant, aber Bugtail hat eben hat durch den Rotmangel keine Bolts. Das heißt, da kann man relativ low gehen, weil solange man nicht an Bord stirbt, stirbt man im Normalfall nicht, weil er halt kein Reach hat in dieser Form. Da ist Daze Force, da kommt ein Delver. Okay. Da wird gebrainstormt in Response. Habe ich ein Land gesehen und Doppel-Force. Force Speech Brainstorm oder Force Speech Force oder einfach Resolved. Er den Resolved. Er hat einfach Resolven lassen. Okay. Interessant. Naja, der Delver flippt nicht. Okay, das ist natürlich jetzt super für ihn. Für Stefan, weil wenn der jetzt geflippt wäre, wäre er schon 4, dann wäre es schon relativ eng. Swords to Plowshare ist exiled? Ist es nicht exiled? Liegt es unterm Terminus oder was? Okay, da die Hymne, lasst auf jeden Fall jetzt mal den Delver flippen. Schauen wir, ob es relevant ist, dass das im Friedhof ist. Wenn ja, dann werde ich schauen, dass da sich ein Schiedsrichter darum kümmert. Ist natürlich definitiv falsch, wenn es im Friedhof ist. Ist natürlich exiled. Ist erstens geflashbackt worden. Und zweitens, ja, da wird die Hymne gehardcast forced. Ja. Noch immer Handkarten. Delver haut euch mal auf 3. Und jetzt ist schon eng, weil wenn er jetzt keine Solution für diesen Delver findet, oh, dann könnte es schon bitter ausschauen. Da kommt den Gurmag-Engler mit dem Stock auch noch.
Reduziert natürlich jetzt die Outs vom Stefan im Endeffekt auf Terminus oder vielleicht Entreat, einfach um mehr Blocker zu produzieren. Aber ja. So, da wird noch gebrainstormt, weil man muss was finden jetzt. Was haben wir da? Fetchland. Astrolabe, wirklich? So, dann fetcht er. Spielt Astrolabe. Hat er das behalten? Und muss beten, dass das. Ich meine, sogar wenn das jetzt ein Terminus ist, kann er es hardcasten. Okay. Ja. Also ein Snapcaster-Mage, oder? Ist es ein Snapcaster-Mage? Wenn es ein Snapcaster-Mage ist, dann muss man darauf achten, dass der. Ah ja, die Spieler sind selber drauf gekommen, dass dieser Sword nicht mehr im Friedhof ist. Spät aber doch, aber rechtzeitig sozusagen. Ja, Snapcaster-Mage wird gespielt, bevor der Gernot seinen Drawstep hat. Auf Brainstorm. Da wird im Kopf gestürmt. Es ist kein Terminus in der obersten Karte gewesen. Es ist ein Eisfangkotel. Das ist natürlich jetzt auch gut. Das ist praktisch ein Removal. Und ein Swords to Plowshare. Na, da wuselt er sich nochmal raus, oder wie? Krasse Sache eigentlich. Das ist echt krass. Er hat noch immer die Force auf der Hand. Ich glaube, das ist eine blaue Karte, die er jetzt oben gelegt hat. Das ist, wenn er das Kotl legt. Aber wenn das Kotl nicht resolved, dann zieht er keine Karte. Ja, bitte zieh. Ah, wird sofort auch gleich geschwertet. Doch, geschwertet, bevor irgendwas Schlimmes passiert. Da ist der Sadelva auch im Exil. Ja, plus 3. Korrekt. So, jetzt darf er endlich seine Handkarte ziehen. Gut, jetzt wird Fatal gepusht. Dann wird Eisfang gekotelt. Und den wird leider ein Counter War ausbrechen, den der Stefan nicht gewinnen kann. Ja, da will er die Hand reichen. Also es ist korrekt, das erste Spiel hat er verloren, aber ganz vorbei ist noch nicht. Er hat schon noch eine Möglichkeit, ein zweites und drittes Spiel zu schaffen. Ja, genau. Na, das war richtig. Der war richtig. Da andere Set-Werte. Tada! Die tricky Technik. So, schauen wir mal, was die Leute boarden können. Fangen wir mit dem Gernot an seinem Bug, weil er ja führt auch noch. Der hat eben Sideboard Plague Engineers, die bringen natürlich eher weniger. Er hat einen Baleful Strix, der ist okay, aber jetzt auch nicht aufregend. Grave Digger Sketch braucht er auch nicht. Dann da Drown in the Loch. Auch die Sylvan Library kann man natürlich bringen, die Nast kann man bringen. Noch eine Force of Negation, Hydroblast, ein Veil of Summer, ein Brazen Borer. Also das sind so die Karten, die, glaube ich, interessant sind. Eben Sylvan Library, Nascent, Force of Negation, Hydroblast, Veil of Summer, Brazen Borer. Wobei Brazen Borer ist halt nur ein Instant Threat sozusagen. Ah, er nimmt den. Okay, er hat im Endeffekt alles gesagt, was ich auch gemeint habe. Plus Baleful Strix und ich glaube auch Drown in the Loch. Die Frage, was er da alles rausgibt dafür. Der Stefan gibt seinen Brazen Borer aus oder überlegt sich das gerade. Die Frage ist, was kann er reingeben? Er hat Surgical Extraction, das bringt nichts. Return to Nature auch nicht. Einen Containment Priest auch nicht. Back to Basics ein zweites, das kann man auf jeden Fall bringen. Zwei Pyroblasts plus ein Red Elemental Blast mit dem Volcanic Island würde ich alle bringen, obwohl ich Back to Basics wahrscheinlich reingebe, weil es einfach Removal ist für die Delvers und halt ein zusätzlicher Counter. Dann drei Veil of Summer und einen Palace Jailer.
Die Wheel of Time ist natürlich gut. Ja, er nimmt alle, was ich gesagt habe, im Endeffekt auch rein. Plus den Palace Trailer. Der Gernot gibt die Wastelands raus, was ich verstehe, weil sie im Endeffekt kaum Targets haben. Was natürlich auch okay ist, weil die Wastelands ja im Endeffekt mehr als oft Spells sind und keine Länder, aber sie machen halt schon auch Mana, das muss man jetzt schon sagen. Ja. Also, er nimmt dieses raus, das habe ich auch gesehen. Mich würde interessieren, wie viele Wastelands er rausgenommen hat. Also er nimmt zwei Dazes rein, die drei Fatal Pushen, wirklich alle vier Wastelands. Okay. Erst die Fatal Pushen machen im Endeffekt zu wenig, das verstehe ich, dass man da zwei rausgibt. Da könnte man wahrscheinlich sogar alle vier rausgeben, aber zwei ist okay, so kann man wenigstens die Eisfangkoktel töten, ohne dass sie eine Kreatur mitnimmt, das verstehe ich. Die Wastelands alle vier rausnehmen, finde ich fast krass. Ja, also natürlich, er hat dann jetzt noch sieben Länder, die Mana produzieren. Und 16 Länder in Summe, also reicht wahrscheinlich eh, aber ja, trotzdem. Was der Stefan rausgenommen hat, habe ich jetzt leider gar nicht gesehen, weil ich mich zu sehr auf den Gernot konzentriert habe. Das ist der Nachteil, wenn man allein in der Booth sitzt, sozusagen. Der Stefan hat Monastery Mentor im Sideboard, habe ich gerade jetzt gesehen. Den könnte man eigentlich auch bringen, nicht wahr? Weil der macht halt einerseits Blocker gegen Tarmogoyf und Gurmag-Engler und andererseits eine Clock, eine schnelle, um halt das Spiel zu drehen. Wenn man die Kontrolle hat, dass man einfach sagen kann, okay, ich habe die Kontrolle und jetzt gewinne ich damit, was schon relativ wichtig sein kann. Was ich vergessen habe, war die Rundenzeit zu starten, wie ich sehe ich gerade. Ich habe keine Ahnung, wie lange die Runde fortgeschritten ist. Ich werde das dann zu einem späteren Zeitpunkt irgendwie ergänzen, damit wir da Infos haben. So. Okay. Das haben beide innegehalten. Jetzt habe ich mich gefragt, ob es irgendwas vom Schiedsrichter ergibt. 26 Spieler sind wir. Soweit ich es gesehen habe. Metagame kann ich noch nicht genau sagen, weil ich noch nicht alle Decklisten mehr ansehen konnte in der kurzen Pause, die ich hatte. Aber es schaut nach sehr vielen Miracles-Kontrolllisten aus und einigen, also einer bunten Auswahl an Delver-Listen wie üblich und dazu halt einige verschiedene Klassiker, Legacy-Klassiker eben, Sneak Attack, Storm, Death in Texas, Lands, Painter. Ja, immer was spicy auch dabei sozusagen. So, shuffeln, shuffeln, shuffeln. Game 2. Schauen wir, ob sie beide 7 behalten. Ich gehe mal davon aus, der Stefan wird beginnen. Das würde ich ihm zumindest raten, nachdem er das erste Spiel verloren hat und die Wahl hat. Er beginnt und er beginnt mit Land. Anscheinend hält er Gernot auch. Into Astrolabe. Wir sehen einen Snapcaster Magic gezogen worden. Wir sehen einen Brainstorm. Da haben wir Ponder. Wir sehen noch eine Hymne beim Gernot. Er hat Zweitschlag Extraction geboardet, der Gernot. Das finde ich echt krass. Okay, er shuffelt jetzt. Also ziehen wir das dann eh nicht. Ich meine, natürlich Surgical auf. Ja, also Surgical. Was für ein Gentleman? Force? Schwerter? Terminus? Halt das Mass Remo dieses Removal, um dann halt sicher zu sein, dass es resolved? Sehr interessant. So. Mystery-Karte von Ponder wenig. Wir haben den Pflaster-Storm jetzt bei Stefan seiner Seite. Da haben wir eben einen Teferi, ein Brainstorm, Pflasterstorm, noch ein Brainstorm. Oh, da wird wohl End of Turn gebrainstormt werden, das schaut sehr danach aus. Wir haben eine Force auf jeden Fall beim Gernot, eine gealterte wieder. Jetzt kenne ich sie ja schon.
Da wird die discarded und da wird ein Fatal Push abgeworfen. Das ist jetzt bitter. Geralt gibt den One-Lander, findet im Ponder nix und muss Discard Step gehen. Ja, das ist halt, ich meine, was ich gesagt habe, vier Wastelands rausboarden, natürlich machen es kein Mana und sind oft als Spell gehandhabt, aber sie machen halt schon auch Mana. Und auch wenn es kein buntes machen. Ah, da zieht jetzt doch das Land, der Gernot. Glücklicherweise spielt der Stefan keine Stifles, weil da könnte sie jetzt schon praktisch vorbei gewesen sein. Wir haben noch beim Stefan auf der Hand einen Pyroblast, sehe ich da. Und sonst eh, was ich schon vorhin gesagt habe, da wird gefetcht eben, ja. So, mit zwei Ländern kann der Gernot praktisch alles schon spielen. Die Frage ist, ob er jetzt mal gleich eine Hymne raushaut, einfach um zu schauen, was geht. Baleful Strix, Card Advantage Plan. Ja. Ist klar, er hat einen Oko auf der Hand und er zieht mit dem Baleful Strix das dritte Land. Das ist natürlich jetzt super, weil jetzt ist er wirklich safe. Außer es kommt ein Back to Basics, dann ist er wirklich tot. Aber ja, das ist bei dem Deck ohne Basic Lands generell ein Problem. So, für 3 Mana kommt da jetzt der Teferi. Die Frage, wird um den gefightet? Man hätte eine Force zum Einsetzen für Gernot, aber mit Blast und Force auf der Hand ist der Stefan sehr safe natürlich. Ja, es gibt Force, Pitch, Oko. Ja, da wird gefetcht. Ich schätze mal auf das Volcanic Island. Nicht einmal, er braucht eigentlich der Astrolabe. Wird gefetcht auf Basics natürlich, weil man hat ja Back to Basics im Board. Und zahlt ein rotes Mana, um diese Force zu countern. Ah, man Pflaster stormt. Ja, okay, auch nicht blöd, weil der Pyroblast natürlich später auch einen Delver einfach removen kann. Und das kann der Pflasterstorm nicht. Oh, cleverer Zug. Muss ich ihm lassen? Absolut korrekt. So, Gernot. Bitterblossom. Sweet. Ich finde Bitterblossom relativ allein schon eine sehr coole Karte. Ich finde es eine coole Tech unter Anführungszeichen, weil es natürlich ein massives Problem ist. Die muss gecountet werden und das wird sie auch, weil wenn die resolved, so viel Removal hat er gar nicht. Ja, da braucht er eine schnelle Glock. Da wird gedelvert, da wird der Teferi angegriffen. Ja, den Teferi angreifen, ich weiß gar nicht, ob es das bringt, nicht wahr? Weil der Plan, okay, der Plan ist natürlich jetzt, wenn Teferi bounced, dann geht Teferi auf 1 und dann kann er auf jeden Fall mit der Strix oder dem Delver den Teferi killen. Aber der Gernot hat auf der Hand ein Swords to Blowsure, ein Pyroblast und ich glaube, es ist ein Oko. Das heißt, er muss sich vor nichts in Wirklichkeit fürchten, oder? Wahrscheinlich will er trotzdem bounce, einfach um die Karte zu ziehen. Nicht einmal. Nicht einmal Karte ziehen. Keine Gier. Das Ponder flippt den Delver. Da geht der Tech-Step vor dem Draw-Step. Krasse Sache. Da geht das Schwert auf. Okay, interessant. Das Schwert wieder auf den Delver. Dann geht man auf 21. Und die Fähre geht wieder auf 4. Auch interessant. So, da kommt jetzt die Hymne. Ja, jetzt ist blöd, weil das kann man sie nicht blasten, weil das ist die Farbe, die man nicht hat. Jetzt kann man. Puh. Pflasterstorm. Dings auf Pflasterstorm. Sweet. Er macht auf Brainstorm. Warum macht er auf Brainstorm? Wenn er Pflaster macht, counters das ja einfach. Ah ja, okay. Na gut, er nimmt Back to Basics oben und Oko. Discarded Land und eben den Blast. Spielt Back to Basics, hat gewonnen. Ist okay. Ja, ich meine, ich hätte es wahrscheinlich einfach gecountet mit Pflasterstorm und gesagt, gut ist. Aber natürlich kann man das so auch spielen.
So, was macht dieses Ponder? Er hat ein Brainstorm, ein noch ein Land in diesem Ponder. Und was ist das dritte gewesen? Das habe ich nicht erkannt. War das ein Oko? Vielleicht. Das ist dunkel, es könnte ein Oko sein. Immer wenn es so dunkel ist und ich weiß nicht, was ist, dann war es bis jetzt ein Oko. Ich kann es wirklich nicht sagen. So. Wie geht's weiter? Back to Basics. Ja, schön, dass Sie mitgespielt haben. Weil das Resolve bauen sich jetzt. Was? Warum bauen Sie nicht einfach den Dude? Okay, ich hätte jetzt noch einfach den Baleful Swix gebounced. Du hast praktisch keine Permanents mehr, die irgendwas machen. Ja, gut, jetzt wird halt jetzt gebounced. Bitte mache ihn nicht zum 3-3er-Elchen. Ich meine, du kannst. Dann bounce ihn einfach. Bounce den Strix, greif an mit dem Dings. Den könntest du sogar selber vorher zu einem Elch machen. Dann machst du mehr Damage. Zahlt sich vielleicht sogar aus. Wenn man den Snappy, seinen eigenen Snappy zum Elchen macht, kann man schon machen. Okay, das reicht ihm Gernot. Ja, der hat ja eh schon gewusst, dass er mehr oder weniger tot ist, aber mit gegen zwei Planeswalker plus. Ja, okay. Also, wir haben ein 1-1, Back to Basics richtet, was im Endeffekt zu erwarten war. Wenn Back to Basics resolved, dann ist halt vorbei. So, was macht der Gernot? Er gibt Wastelands wieder rein. Er gibt auf jeden Fall Daze wieder rein. Okay, er hat reingegeben. Ein Daze gibt wieder rein. Ja, okay. Verstehe ich, on the play ist natürlich, der ist viel besser als on the draw. Da kann man was durchforcen. Stefan boardet nichts, der richtet nur seine Karten gerade, damit sie alle in dieselbe Richtung schauen. Irgendwie zerschaffelt. Naja, haben wir ein spannendes Spiel 3 vielleicht. Das ist wenigstens cool. Dann mehr Magic, mehr Magic, mehr Magic. Was ich interessant finde. Naja. Ich will echt ja wissen, was da Stefan alles rausgebeutet hat. Das würde mich wirklich interessieren. Das ist der Nachteil, dass ich halt allein bin. Da kann ich mir jetzt keinen. Kann ich jetzt nicht mehr einfach sein Deck schnappen und sagen, was hast du geboardet? Beim Gernot haben wir es ja sehr gut gesehen. Beim Stefan wissen wir, was er reingeboardet hat im Großen und Ganzen, aber nicht, was rausgegangen ist. Okay, Stefan schaut sich nochmal sein Deck an, ob irgendwas verdreht ist oder wird er doch nochmal sein. Ah, okay, eine Karte geändert. Zu schnell für meine Augen. Stefans Deck ist überhaupt interessant, weil er spielt eben ein Du ins Veto, das haben wir schon gesehen. Er spielt auch einen Counterspell, er spielt natürlich die 4 Force of Fear und die 4 und 2 Force of Negation. Das heißt, er spielt keine Ein-Mana-Counter. Also kein Spell-Pierce, Spell-Snare. Natürlich kein Daze, ist eh klar, in die Control-Decks spielen sie es alle nicht. Aber das finde ich relativ interessant. Ich finde auch, also, zwei Eisfangkotl ist relativ wenig eigentlich, muss man sagen. Er hat das dann halt mit mehr Counter praktisch. Und halt dieses Main Deck Back to Basics, wodurch er einen Sideboard Slot gewonnen hat. Also zum Beispiel Monastery Mentor, den viele einfach Main Deck spielen, ja, hat er halt den Sideboard gepackt und dafür halt das Back to Basics. Ja, Back to Basics gewinnt Spiele, ja. Ist halt praktisch der Blood Moon für Blau. Was einerseits ein bisschen fairer, aber andererseits auch einfach genauso
dasselbe gegen ein Deck, wie es eben der Gernot spielt. Eigentlich noch schlimmer. Gegen ein Deck wie das Gernot spielt noch schlimmer, weil wenn er nicht mit den roten Mana, kann man ja vielleicht noch irgendwas machen. Aber ganz ohne Mana ist er einfach aus. Also. So. Ziehen beide wieder 7 Karten. Behalten sie sie auch. Wir haben beim Gernot auf jeden Fall einen Plague Engineer. Okay, sehr interessant. Wir haben Doppel Brainstorm, Plague Engineer. Kann ich nicht sehen. Der Gernot hat Doppel Veil of Summer, Brainstorm, Back to Basics, Return to Nature gezogen. Da wird gleich mal gepondert. Das Ponder findet ein Land. Ich glaube, da hat er die Land Light Hand gekeept, weil so viele Spells ich gesehen habe. So ist es auch. Da wird Go gesagt. Gernot hat diesmal auch das zweite Land, das heißt, da haben wir diesmal keine Probleme, Gott sei Dank. Er hat eine Force of Negation auf der Hand, das heißt, ein geslammtes Back to Basics Turn 3 ist nicht der Auto-Win, weil da gibt es Interaktion. Jetzt wird mal gepondert, da muss das nächste Land gesucht werden. Da haben wir Duwins Veto, da haben wir Palace Jailer, das ist alles Kalant, das wird geschuffelt. Ja, das ist natürlich ein bisschen jetzt. Oh, okay, doppelt blaues Basic. Das heißt, das Veil of Summer macht noch gar nichts. Da hat er ein Fetchland. Jetzt ist natürlich Leimann dabei. Jetzt hat er Brainstorm mit Fetchland. Jetzt kann er dann kann er dieses Return to Nature, was ich nicht mal genau weiß, warum es gibt. Ich meine, gegen Bitterblossom hat er es wahrscheinlich gebracht. Okay, ja, das war wahrscheinlich das die letzte Karte, die er jetzt geändert hat. Sozis. Puh. Response Brainstorm. Ja, da wird das Back to Basics wahrscheinlich versteckt werden. Eisfangkotel, Land und Ponder. Das heißt, Eisfangkotel und Back to Basics werden versteckt. Schätze ich einmal. Und dann resolve das. Nein, es wird ein Veil of Summer und ein Back to Basics versteckt. Okay. Das verstehe ich nicht, weil ich Doppel Veil of Summer habe, aber gut. Da haben wir zwei Länder jetzt. Eisfangkotel, Back to Basics. Snap Custom Mage hat er auch. Also Snap Custom Mage, Veil of Summer, Return to Nature, Eisfangkotl und Ponder. Keine Interaktion, also kein Counterspell. In keinster Weise, auch kein Removal. Eisfangkotl ist halt das. Also ich würde wahrscheinlich. Puh, ist gar nicht so leicht. Meine erste Intention wäre wahrscheinlich Eisfangkotl zu nehmen. Aber mit Ponder und also Ponder nehmen bringt im Endeffekt fast gar nichts, weil er Snap Custom Mage hat. Veil of Summer ist insofern ganz gut zu nehmen, wenn dein Plan ist, weiter seine Hand zu attackieren. Er hat Doppel Brainstorm auf der Hand, er hat Force of Negation auf der Hand, der Gernot. Er hat eben diesen okay. Veil of Summer oder Snap Custom Mage. Er hat Surgical Extraction auf der Hand. Das heißt, was er nimmt, kann er ihm für immer nehmen. Puh. Ich meine, man kann natürlich Veil of Summer nehmen. Vor allem, wenn er jetzt Surgicalt. Forst er den Stefan dazu, seine Bibliothek zu shuffeln. Was so viel wieder heißt wie: die versteckten Karten sind weg. Was natürlich schon insanes Value ist in Wirklichkeit. Nein, er hat natürlich seine zwei besten Karten oben versteckt, das wird jeder normale Magic-Spieler so machen. Und wenn du ihn jetzt dazu zwingst, seine Bibliothek zu mischen, dann hat er praktisch seine besten zwei Karten ihm weggenommen. Ah, und da macht er das Surgical Extraction auf Ponder, obwohl er schon zwei gehabt hat, weil damit geht das dritte, damit er nimmt ihm noch eine Handkarte weg. Er schaut gleich, was er versteckt hat: ein Veil of Summer, ein Back to Basics. Ja. Veil of Summer nehmen wäre auch solides Value gewesen, aber so natürlich die Hand gleich minimieren ist sicker Play, ja. Auf der anderen Seite hat er schon ein Ponder gespielt, das heißt, du nimmst ihm ein Ponder aus der Bibliothek. Ist die Frage, was halt die Upsides da sind. Aber trotzdem, nicht schlecht, nicht schlecht. Der Stefan muss natürlich jetzt im Endeffekt relativ schnell Eisfangkotl legen, einfach um halt die Karte auch zu ziehen. Überraschend kann es eh nicht mehr. Und insofern ist einfach ein Upgrade sozusagen. Der Veil of Summer
so lang wie möglich repräsentieren, sodass er Gernot halt warten muss, dass er sich austappt oder irgendwie drumherum spielen kann. Ah, offensichtlich hat er Gernot ein Back to Basics ein Ponder ausgebeutet, weil er Gernot keins findet. Hat der Stefan ihm jetzt gesagt, ich habe noch eins? Ja, er hat ihm gesagt, ich habe noch eins. Lol. Stefan, das musst du nicht. Wenn er es nicht findet, findet er es nicht. Egal. Okay, also Fair Play hier. Alle vier Ponder sind weggekommen. Eine Liliana auf der Vale ist das in der Hand von Gernot. Orge Sache. So, mit dem einen Mana wird noch gebrainstormt, weil der Stefan momentan sich nicht wehren kann. Da wird ein Daze, ein Ponder und ein Land gefunden. Mit der Lilly ist natürlich der Icewind-Kotl noch viel, viel schlechter, weil der zieht praktisch, der cycelt sich nur, zieht eine Karte, dann wird dann gelilit. So, da ist ein Snapcast-Damage gezogen worden. Da wird gleich gecrackt, das Land, wahrscheinlich damit mein grünes Source suchen kann. Damit kann man eben das Veil of Summer repräsentieren und halt auch Eisfangkotl rein slammen, wenn man möchte. Das finde ich durchaus solide so. Da kommt die Lilly. Und jetzt will man sich gleich mal übergeben. Die kann er, glaube ich, das Spiel einfach allein gewinnen. Da wird gesnapcast in Response zur Lilly. Auf Target Brainstorm. Okay. Ja, der Gernot hat ja das Daze auf der Hand, das heißt, die Force macht nichts. Da ist der Monastery Mentor, der jetzt gekeept wird oben oder der Hand behalten wird, damit man ja, hart, damit man versucht, so eine Glock aufzubauen. Ja, aber er hat kein weißes Mana, ne? Das ist halt schon auch ein bisschen. Ah ja, da wird jetzt das Duel gezogen. Okay. Damit kann man sogar mit Daze-safen Mana den casten und lasse euch Veil of Summer frei. So. Ah, er kann aber Force. Naja, jetzt forcen können, dann hätte Stefan gewählt und dann hätte er gedazed das Wählen, dann wäre das auch erledigt gewesen. Also auch das wäre ein durchaus vernünftiges Play gewesen, aber natürlich mit dem Plague Engineer, der auf offensichtlich Humans gegangen ist oder was immer da. Ich schätze mal, Monastery Mentor ist Human irgendwas oder ist überhaupt nur Human? Naja, der Plague Engineer, da kommt der Kotl und will den Plague Engineer jetzt blocken. Das war irgendwie zu erwarten, Human Monks. Und man kriegt Monk-Kreatur-Token, also werde ich nicht Monk gesagt haben. Ne? Aber auf jeden Fall mit der Lilly gemeinsam ist das ausreichend. Dass der Plague Engineer sich gerade gegen das Eis von Kotl geworfen hat, war die zweitbeste Playline. Aber wenn die Lilly noch zwei, dreimal abgeht und dann einfach ultimatet, reicht das auch. Also so ein Lily Ultimate gewinnt einfach. Jetzt kommt wahrscheinlich der Oko ins Spiel. Onkel Oko. Was macht er? Macht er einfach ein Futtertopferl? Resolved er überhaupt? Ich meine, Force of Negation, Force of Will und ein Brainstorm in der Hand vom Gernot. Ich sehe keinen Grund, warum ich das resolven lasse. Auf der anderen Seite ist es ein Problem. Macht er was in Wirklichkeit? Ist mein Gameplan nicht, dass ich Lily Ultimate? Wahrscheinlich müsste das der Gameplan sein, oder?
Er wird wirklich geforst mit Force Pitch Ponder. Okay. Ja, ich glaube, es ist irrelevant, weil ich. Er macht doch jetzt noch einmal Lily Plus, dann macht er Lily Ultimate und dann ist das Game doch auch vorbei. Aber gut, ja. Man muss nichts riskieren. Wenn man die Hand vom Gegner noch immer relativ gut kennt und Oko halt schon ein Threat ist, dann ist es sicher nicht falsch. So. Ist das ein Tamagotchi gewesen? Ja, das war ein Tamagotchi offensichtlich. Lilly geht auf 7. Da wird wieder gefetcht, weil jetzt braucht die Solution. Die Force Negation kann man hardcasten sogar. Das heißt, da hat man noch einmal Counter-Backup. Für ein Gernot. Schaut relativ düster aus für den Stefan, muss man ehrlicherweise sagen. Kato. Ah, da hat man jetzt eine Force und ein. Ja, da ist fett schnell geultimatet. Bam, bam, bam. Die Lily ultimatet so schnell, dass sie sogar ins Exil geht, offensichtlich. Und nicht im Friedhof. Ah, da ist sie doch im Friedhof. Aber es ist vollkommen irrelevant. Jetzt ist es einfach vorbei. Mit der Return to Nature, weil es eh schon wurscht ist. Ja, okay. Tamagotchi pflegen, ich würde es nicht. Wofür? Du gewinnst doch immer mit Lily Ultimate und an. Ja, passt. Diese Zombies machen das Spiel. Die einzige Möglichkeit, dass der Stefan das noch rumreißt, ist, wenn er jetzt ein Entreat the Angels hat in den nächsten Draw-Step. Er kann einen Schwertern. Ja, das ist nicht. Einfach Lebenspunkte preserven. Na, du verlierst. Verstehe ich. Jetzt Entreat eben oben finden und ein Maximum Entreat machen. Das ist, glaube ich, das Auto, oder? Ja, das wird knapp für den Stefan, ganz knapp. Das war kein Entreat offensichtlich. Da kann er wieder einen wegmachen. Ja. Okay. Also in wie kann es gerade ein Entreat sein? Ja, Brainstorm. Jetzt kann er damit das Entreat suchen. Aber das Entreat resolved ja nicht mal. Er muss das Brainstorm eigentlich behalten, damit er die Counter countern kann jetzt mit seiner Force. Ne? Okay, Brainstorm doch, weil jetzt hat er da einen Palace Jailer, noch ein Schwert. Ja, es ist alles lieb, aber einfach zu wenig. Das gegen dieses Lily Ultimate gewinnt man nicht. Nicht fair sozusagen. Da muss man selber sehr unfair sein. Na, er könnte sich halt schon 5 Tokens machen, aber so nicht, ja. Krasse Sache. Ganz krasse Sache. Lily Ultimate, ich finde halt, also ich habe ja öfter auch schon mit Lily Ultimates gewonnen, aber damals noch in Standard und das war immer mega geil. Und ich finde das richtig schön, dass er jetzt in Legacy in Lily Ultimate gewinnt. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, Gernot, seine Punkte, Leaderschaft beweist sich, dass er auch hier gewinnt. Wir sehen schön jetzt noch, was der Stefan alles eingebordet hat, eh was wir gewusst haben. Die Welt, die Back to Basics, in Palace Jailer, Monasteries, Mentor, das Land, ja, damit er die Blasts casten kann. Also, er kann sie eh casten, aber damit er auch da fetchen kann. Ja. Gut. Ich muss gestehen, ich weiß auch immer nicht, wie lange noch, wie viel Zeit noch in der Runde ist. Ich werde das bei Gelegenheit dann versuchen rauszufinden und den Time abzudaten, der dann mitläuft. Ich glaube, dass da wir auf drei gewonnene, also dass das ein drei Spiele war,
Dass drei Spiele waren, glaube ich schon, dass wir relativ weit fortgeschritten sind in der Zeit. Insofern wird sich wahrscheinlich ein weiteres Spiel nicht ausgehen. Das heißt, ich gehe wieder eine kurze Pause. Wenn es Fragen gibt, natürlich gern in den Chat. Ich beantworte alles. In letzter Zeit war es ein bisschen ruhig. Und ansonsten sehen wir uns bei Runde 3. Dann habe ich hoffentlich das Meta-Game fertig und kann euch genau sagen, was wer oder also was spielt wird. Gut, bis dahin wünsche ich viel Spaß mit Monster Cat FM.